Das ist Horus, der Botenvogel vom alten Janus. Hol ihn schnell raus aus dem Ding. Das ist eine Karnivore, eine fleischfressende Pflanze. Egal, hol ihn raus. Na komm her, du alter Herumtreiber. Oh nein, jetzt hat sie dich auch erwischt. Keine Sorge, die Verdauungssäfte brauchen eine Weile, bis sie zersetzend wirken. Oh je! Halb so schlimm. Ich habe davon gelesen, wie man den Prozess unterbrechen kann. Es muss mir nur einfallen. Egal, ich mach's kaputt. Lass meine Freunde los. Du sollst sie loslassen. So beißt sie nur fester zu. Oh. Nicht, dass das weh tut. Meine Hand fühlt sich schon ziemlich taub. Blumen sind ja so gemein. Du hast gesagt, du hast etwas über diese Pflanzen gelesen. Ist es dir wieder eingefallen? Naja, die Verdauung kann Tage dauern. Was noch? Sie können auch Knochen vollständig zersetzen. Was noch? Sie vertragen Bitterstoffe nicht. Was passiert dann? Sie spucken sie wieder aus, denke ich. Wir machen uns super ekligen Bittersaft. Dieser Stöpsel. Nicht rausziehen, bitte. Sonst entweicht Giftgas. Was? Eine Art Sumpfgas. Eine Mischung aus giftigen Fäulnisgasen und brennbarem Methan. Na sowas. Ob die bitter schmecken? Wow. Nochmal probieren. Was machst du da, Rini? Ich suche Bitterstoffe. Wow. Wow. Fasst du die Pilze an? Nicht mit den Fingern. Ich schwör's. Braves Mädchen. Bitter nicht, eher. Hui. Alles okay bei dir, Rini? Yo, Big Sam. Geh von den Pilzen weg, okay? Nicht einfach irgendwas essen. Könnte giftig sein. Das fragt Noah auch immer. Willst du auch welche? Also... Mund auf! Hey, du kannst ja super gut werfen, kleine Lady. Stimmt. Bitterstoffe drin. Ganz sicher nicht. Der sieht eher verrückt aus als verbittert. Könnten in den Knochen da Bitterstoffe drin sein? Unwahrscheinlich. Das war ein Myodontor, kein Pflanzenfresser. Wie kommt man an Bitterstoffe ran?
Die sind in Pflanzen drin. Okay, und in welchen? In bitteren, nehme ich an. Klar. Ist das etwa ein Grabstein? Naja, ja. Ist da jemand im Sumpf versunken? Und was bedeutet das Zeichen? Sowas wie ewige Liebe, glaube ich. Vielleicht finde ich da drin was Bitteres. Greeny, geh lieber nicht so weit weg, hörst du? Nein, nein. Bleib hier, kleine Lady. Ja, ja. Hier finde ich bestimmt was Bitteres. Was ist das? Hallo? Ist da jemand? Komisch. Oh, wer bist du denn? Ups, du brauchst doch keine Angst zu haben. Hallo, Sum. Ich bin Rini. Und du? Tschüss, Sum. Wenn du Noah siehst, sag ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Da verbrennt man sich die Zunge. Wieso liegen die hier? Noch mehr Beeren. Ich finde, die sehen viel bitterer aus als die anderen. Schrecklich super bitter. Die hole ich mir. Ich muss mir nur noch schnell eine Brücke bauen. Vielleicht ist das eine Pechgrube. Sieht ja aus wie flüssige Lakritze. Und schmeckt noch viel schlimmer. Der könnte eine Brücke werden. Zu schwer. Nasses Moos. Wenn ich es ins Pech schmeiße, ist es weg. Ich will nicht, dass es weg ist. Ich mag Moos. Daraus baue ich mir was. Tuschelbrücke. Ich probier's trotzdem. Psst. Hört doch mal auf zu quatschen. Hip. Hip.
Tipp